Hallo und herzlich willkommen zu Berlin Sessions, die Tageslektion mit Ein Kurs in Wundern. Heute mit Dagmar. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen. Der Kurs in Wundern ist im Greuthof Verlag erschienen. Und ist der Weg, den ich beschreiten möchte. Und anscheinend ist es deiner auch. Sonst hättest du es hier nicht eingeschaltet. Ah, und ich bin froh, dass diese Entscheidung gefällt ist. Mag ich auch noch so zweifeln über den Tag. Diese Entscheidung ist gefällt. So, jetzt beginne ich mit dem einleitenden Text. Was ist das jüngste Gericht? Die Wiederkunft Christi schenkt dem Sohn Gottes diese Gabe. Die Stimme für Gott verkünden zu hören, dass das, was falsch ist und das, was wahr ist, sich nie geändert hat. Dies ist das Urteil, in dem die Wahrnehmung endet. Erst siehst du eine Welt, die dieses als wahr angenommen hat und aus einem Geiste projiziert, der nun berichtigt worden ist. Also eine Welt, in der meine Wahrnehmung absolut ihren Sinn und Zweck verloren hat. Also Wahrnehmung endet. Und mit dieser heiligen Sicht gibt die Wahrnehmung einen stummen Segen und verschwindet dann. Denn ihr Ziel ist erreicht und ihr Auftrag ist erfüllt. Also der einzige Zweck, das Ziel der Wahrnehmung ist, dahin zu kommen, zu erkennen, dass die Wahrnehmung keinen Zweck hat. Ja, das hört sich wirklich an wie die Quadration des Kreises, genauso wie ich hier in der Welt bin, um zu erkennen, dass die Welt nicht ist. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Aber tatsächlich ist es so. Das ist der einzige Sinn, weswegen ich hier bin. Ich habe mich selber entschlossen, hierher zu kommen. Nein, ist falsch. Ich habe mich selber entschlossen, diese Welt zu haben, selber gemacht, ja. Und es sieht so aus, als wäre ich hierher gekommen, als wäre das hier ein Ort, zu dem man kommen könnte. Nur damit ich die Erfahrung bekomme, die Erkenntnis erlange, dass es diesen Ort nicht gibt. Das ist echt, wir haben es uns echt kompliziert gemacht. Also eine Aufgabe, die hätten wir uns nicht stellen müssen. Und weiß Gott, und er weiß es wahrscheinlich auch nicht, weiß Gott, warum wir das getan haben. Okay, und ihr Auftrag ist erfüllt. Das letzte Urteil über die Welt enthält keine Verurteilung. Und es geht um das letzte Urteil, ja. Ist ja auch groß geschrieben. Das letzte Urteil ist das einzig gültige Urteil. Es ist Gottes Urteil. Und ist definitiv keine Art von Urteil, wie wir es kennen. Das letzte Urteil über die Welt enthält keine Verurteilung, denn es sieht die Welt als eine, der total vergeben ist, ohne Sünde und gänzlich ohne Sinn und Zweck. Und ohne eine Ursache und nun ohne Funktion in Christi Sicht entgleitet sie einfach ins Nichts. Dort wurde sie geboren und dort endet sie auch. Und all die Figuren in dem Traum, in dem die Welt begann, gehen mit ihr.
Körper sind jetzt nutzlos und werden deshalb dahinschwinden, weil der Sohn Gottes grenzenlos ist. Du, der du glaubtest, dass Gottes jüngstes Gericht die Welt mit dir gemeinsam zur Hölle verdammen würde, nimm diese heilige Wahrheit an. Gottes Urteil ist die Gabe der Berichtigung, die er allen deinen Irrtümern verliehen hat, wodurch er dich von ihnen wie auch von allen Wirkungen befreite, die sie je zu haben schienen. Also Gottes Urteil ist eine Erlösung von meinem Urteil, von meinen Gedanken. Das ist Gottes Urteil. Es ist kein weiteres Urteil, das meine bestätigt oder nicht bestätigt. Es ist die Erlösung, es ist die Befreiung von dem, was ich dachte. Und ich sage dir, ich denke nur schlimme Sachen. Also meinen scheinen die auch mal kurz gut auszusehen, sie enden wirklich schlimm. Deswegen kann ich nur auf die eine Karte setzen. Gottes erlösende Gnade zu fürchten, heißt nur die vollständige Befreiung aus dem Leiden. Nochmal, Gottes erlösende Gnade zu fürchten, heißt nur die vollständige Befreiung aus dem Leiden, die Rückkehr zu Frieden, Sicherheit und Glück. Die Rückkehr, ja? Jetzt bist du nicht im Frieden, jetzt bist du nicht in Sicherheit, jetzt bist du nicht im Glück. Und die Vereinigung mit deiner eigenen Identität zu fürchten. Gottes letztes Urteil ist so barmherzig. So krass, ne? Gottes letztes Urteil, das ist so wie so ein Schwert. Wusch. Und man kommt, ist so barmherzig. Doch kein Schwert. Gottes letztes Urteil ist so barmherzig, wie jeder Schritt in dem von ihm bestimmten Plan. Ja, auch dieser aktuelle Schritt, und das ist der einzige Schritt, um den es geht, ja, dieser Moment ist ein barmherzig geplanter Schritt von Gott. Also Gottes letztes Urteil ist so barmherzig wie jeder Schritt, in dem von ihm bestimmten Plan, seinen Sohn zu segnen und ihn zu rufen, in den ewigen Frieden zurückzukehren, den er mit ihm teilt. Fürchte dich nicht vor der Liebe, denn sie allein kann jeden Kummer heilen. Alle Tränen abwischen und den Sohn, den Gott als sein anerkennt, sanft aus dessen Traum des Schmerzes wecken. Fürchte dich nicht. Die Erlösung bittet dich darum, dass du sie willkommen heißt. Ja, Vater, Jesus, wir heißen die Erlösung jetzt willkommen. Und ich spreche hier für alle meine Brüder, die jetzt mit mir sind. Wir sind bereit. Und die Welt wartet darauf, dass du sie freudig annimmst, was sie befreien wird. Ja, und wir sind bereit, die Welt freudig anzunehmen. Komplett, wahre Vergebung, ausnahmslos und ohne Vorbehalt, auf allen Dingen ruhen zu lassen. Wow, dies ist das letzte Urteil Gottes. Du bist nach wie vor mein heiliger Sohn. Ewig unschuldig, ewig liebend und ewig geliebt. So grenzenlos wie dein Schöpfer. Völlig unveränderbar und ewig rein. Erwache deshalb und komm zu mir zurück. Ich bin dein Vater und du bist mein Sohn. So, und das lese ich jetzt nochmal. Und wir versuchen das jetzt als die Wahrheit anzunehmen. Versuchen es wirklich reinkommen zu lassen. Einfach die Widerstände loszulassen, mehr nicht. Höre nochmal. Dies ist das letzte Urteil Gottes, das jetzt gefällt wird.
Du bist nach wie vor mein heiliger Sohn, ewig unschuldig, ewig liebend und ewig geliebt, so grenzenlos wie dein Schöpfer, völlig unveränderbar und ewig rein. Erwache deshalb und komm zu mir zurück. Ich bin dein Vater und du bist mein Sohn. Kein anderer Gedanke als der sollte in unserem Geist sein. Das ist der einzige Gedanke, bei dem wir sicher sein können, dass er wahr ist. Was ich hier auch so super finde, ist: Erwache deshalb, ja, weil du das bist, hast du einen Grund zu erwachen. Wenn du das nicht wärst, solltest du einen Teufel tun, zu erwachen, denn wer weiß, wozu du dann erwachen würdest. Aber da du die Liebe selbst bist, solltest du erwachen, damit du das siehst. Okay, die Lektion 318. In mir sind Mittel und Zweck der Erlösung eins. In mir, dem heiligen Sohn Gottes, sind alle Teile von des Himmels Plan versöhnt, die Welt zu erlösen. Was könnte ein Konflikt sein, wenn alle Teile nur einen Zweck und ein Ziel haben? Wie könnte es einen einzelnen Teil geben, der allein stünde, oder einen, der mehr oder weniger wichtig wäre als die übrigen? Ich bin das Mittel, durch welches Gottes Sohn erlöst wird. Wow, ich bin Gottes Sohn und gleichzeitig bin ich das Mittel, durch das er erlöst wird. War das jetzt richtig? Keine Ahnung. Ich bin das Mittel, durch welches Gottes Sohn erlöst wird, weil der Erlösung Ziel ist, die Sündenlosigkeit zu finden. Wow. Ich bin die Erlösung und ich bin das Mittel für die Erlösung. Wahnsinn. Wirklich Zweck und Mittel. Ich bin das Mittel, durch welches Gottes Sohn erlöst wird, weil der Erlösung Ziel ist, die Sündenlosigkeit zu finden, die Gott in mich gelegt hat. Oh Mann. Ich wurde als das Ding erschaffen, das ich suche. Oh Mann, das kann man ja nicht kaum glauben, ne? Du bist das Ding, was du suchst. Du sehnst dich so nach Sündenlosigkeit und versuchst irgendwie zu finden. Aber du bist es schon. Und jedes Suchen bringt dich weiter weg vom Finden. Du bist das, du. Wo steht das? Ich wurde als das Ding erschaffen, das ich suche. Ich bin das Ziel, nach dem die Welt sucht. Ich bin Gottes Sohn, seine eine ewige Liebe. Ich bin das Mittel der Erlösung und ebenso ihr Zweck. Lass mich, Vater, heute die Rolle übernehmen, die du mir anbietest, in deiner Bitte, dass ich die Sühne für mich selbst annehme. Denn so wird das, was solcher Art in mir versöhnt wird, genauso sicher auch mit dir versöhnt. Denn so wird das, was solcher Art in mir versöhnt wird,
genauso sicher auch mit dir versöhnt. Unser Vater bittet uns, dass wir die Sühne für uns annehmen. Wow. Ich bin da heute so weit von entfernt. Ich denke so in Schuldgedanken, dass es mir unmöglich scheint, die Sühne für mich anzunehmen. Aber ich weiß, dass das der einzige Weg ist. Da ist nichts anderes. Wow, und ich kann sagen, dass da eine klitzekleine Bereitwilligkeit ist, den Glauben an die Schuld in Frage zu stellen, loszulassen. Oh, um meinen Zweifel an Gottes Existenz auch loszulassen. Wow, oh, wow. So, Jesus, und den Rest musst du machen. Und machst du auch, das weiß ich. Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich komplett in Gottes Hand zu geben. Und mir hat mal ein Bruder gesagt, nothing is gonna make you happier than lay down your burden and trust. Nichts wird dich jemals glücklicher machen, als deine Bürde niederzulegen und zu vertrauen. Und das ist natürlich nicht crazy, weil ich meine, ich habe mir die Bürde auferlegt, weil ich dachte, ich müsste sie tragen. Und nun soll ich, einfach nur, weil es in diesem Buch steht, die Bürde ablegen. Ja, es gibt für mich da keinen anderen Grund, außer, man, ja, es wäre toll, wenn das die Wahrheit ist, ja. Also, und der Schmerz so groß geworden ist, dass ich sage, okay, Baby, ich setze alles auf diese Karte. Also scheinbar, ohne Grund, einfach nur, weil ich die Schnauze voll habe, ja, lege ich meine Bürde ab, tue das Verbotene. Ja, es ist wirklich revolutionär, was wir da tun in dieser Welt. Wir sind die Revoluzer. Gerne bin ich die. Weil wir die Schnauze voll haben, legen wir diese Bürde jetzt zusammen ab. Puh, da, hingelegt, auf dem Boden und nicht mehr auf unseren Schultern. Wir konnten sie nicht tragen. Ich meine, ja, da lag nichts auf unseren Schultern, ja? Das ist ein imaginärer Scheiß. Eine Wahnsinnsidee, die wir auf unseren Schultern gelegt haben und die wir so schwer gedacht haben, dass wir unter ihr zusammengebrochen sind. Und diese Bürde heißt Schuld und tötet. Wirklich. Also ich meine, das ist die gerechte Strafe, wenn man schuldig ist. Der Tod. Und wir hoffen, dass wir dadurch irgendwie was sühnen. Durch den Tod. Etwas von der Schuld abtragen. Das ist der Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil es eine Idee ist. Doppelter Wahnsinn. Also, wow. Wir haben es dahin gelegt. Dahin. Ha. Einfach so. Ohne, dass uns jemand gesagt hat, ohne, dass wir auf irgendeinen Menschen vertrauen dürften, der sagt, du bist so toll, du bist super, alles machst du toll, ich liebe dich. Wir haben hier keinen in dieser Welt, der uns die Schuld wegnehmen könnte. Es gibt nur einen.
Also bei mir ist das so. Ich versuche ständig im Außen meine Schuldlosigkeit zu sehen, indem mich jemand toll findet, indem ich irgendwie gut bin. Ja, ich versuche, wie verdammt, wie verrückt, 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 eine gute Mutter zu sein. Funktioniert nicht. Je mehr ich das will, umso schlimmer wird's. Je mehr ich es will, umso weniger bekomme ich die Bestätigung. Also legen wir die scheinbare, dreimal scheinbare Scheißschuld in Jesu Hände. Ja? Ja, das tun wir. Weil nur er das kann. Ja? Diese Welt, die ist nur dafür da, damit, dass wir sie annehmen, dass wir sie in unsere Arme nehmen, dass wir ihr vergeben, um dann zu sehen, dass wir sündenlos sind. Boah. Okay. Vater, Jesus, Heiliger Geist, wir vertrauen euch und setzen alles auf die eine Karte, dass die Definition von unserer Identifikation, die im Kurs im Wundern steht, dass die stimmt. Dass es stimmt, dass wir schuldlos sind, dass wir grenzenlos sind, dass wir keine Körper sind, dass diese Welt nicht existiert. Und dass du dich um alles gekümmert hast, um das es sich zu kümmern gilt. Um alles, sogar in dieser wahnsinnigen Welt der Formen, die ich mir ausgedacht habe. Wie verrückt ist das denn? Wow, wir vertrauen blind, denn wir sehen nicht. Wow, ich danke dir, mein Bruder. Ich danke dir, ich danke dir, du hast mich heute gerettet. Ich liebe dich. Bis nächste Woche. Tschüss. Ach ja, Gott segne uns. Besonders dich.